Letzte Teil des Bereichs Bildschirmobjekte gestalten. Was haben wir alles schon gehabt? Wir haben schon uns darüber unterhalten, wie man Icons gestaltet. Wir haben uns ein bisschen um Buttons gekümmert. Generell, wie man Objekte auszeichnet. Das hängt ja so ein bisschen zusammen, also dass man so einen Button so gestaltet, dass er sich auch abhebt und zwar wirklich wörtlich, räumlich abhebt. Wir haben beim letzten Mal viel über Farbe gesprochen. Und was noch fehlt, ist die Schrift, also die Typografie. Und um die soll es jetzt gehen. Wenn man jetzt ein bisschen sich das überlegt, was wir da hatten, Icons sind eine Sache. Natürlich gibt es auch Zeichen außerhalb des Computers, auch gemalte, also iconartige Zeichen. Aber an sich, diese Fülle von solchen Bildchen ist etwas, das erst mit dem Computer so wirklich aufgekommen ist. Ansonsten gibt es so diese typischen Zeichen für die Sportarten oder die Zeichen, die auf einen Fahrstuhl hinweisen oder sowas oder ein Telefon. Farbe gibt es natürlich schon Ewigkeiten, das ist klar, aber dass man sich so damit beschäftigen muss, wie man das in der Gestaltung einsetzt, vor allen Dingen in diesem additiven Farbmischsystem, also diesem RGB-System, ist auch eine ziemliche Computersache, es sei denn, man hat beim Fernsehen gearbeitet und musste sich mit solchen Sachen auseinandersetzen. Schrift hingegen, und das sagt so ein bisschen das Bild hier im Hintergrund vielleicht aus, ist natürlich eine uralte Angelegenheit. Schrift an sich ist natürlich sehr alt, aber auch gedruckte Schrift mit Lettern, also mit diesen Bleilettern, die man hier sieht, ist natürlich eine ziemlich alte Angelegenheit, hat eine ziemlich lange Tradition. Was heißt das? Es gibt im Bereich der Schrift regelrechte Religionen, möchte ich mal behaupten. Also es gibt Internetseiten, das sind Hassseiten über bestimmte Schriften. Oder es gibt Leute, die ganz stark eine bestimmte Art von Typografie propagieren und andere Arten verteufeln. Da wollen wir uns nicht so sehr hinbegeben, sondern wir wollen mal gucken, wo denn die Argumente liegen, warum man vielleicht welche Art von Schrift verwenden sollte und welche eigentlich nicht. So, Typografie, Schreiben mit Buchstaben. Ihr seht jetzt hier übrigens auch dieses Alles Verdana über oder was, also eine Hassseite wäre jetzt hier übertrieben, aber eine Seite, wo derjenige sich darüber ärgert, dass immer diese gleiche Schrift, diese Schriftart Verdana von Microsoft im Netz verwendet wird. Was übrigens eine ziemlich gute Bildschirmschrift ist. Typografie, womit hat es zu tun? Mit Lesen natürlich. Und beim Lesen, da kennt ihr alle das Phänomen, dass wenn ihr mal einen Text geschrieben habt und sucht in dem Text Fehler, dass ihr die nicht findet. Also mal vor allen Dingen in seinen eigenen Texten Fehler lesen, das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Deswegen bin ich ziemlich sicher, dass auch auf den Folien mitunter immer noch irgendwo Tippfehler sind. Obwohl wir schon zu zweit Korrektur lesen und mein Kollege immer ganz eigenartige Fehler findet, die ich nicht sehe, weil ich weiß, was da stehen soll, ich lese darüber hinweg. Diese Art, dass man etwas lesen kann, auch wenn es gar nicht so ganz richtig ist, die kennt man vielleicht von so einem typischen Text, so einem Text, wo die Buchstaben alle so durcheinander sind. Und wenn ihr euch den jetzt anguckt, dann könnt ihr den sicher lesen. Also man kann hier lesen, nach einer neuen Studie, unter anderem von der Cambridge University durchgeführt sein soll, ist es egal, in welcher Reihenfolge Buchstaben in einem Wort stehen. Hauptsache der erste und letzte Buchstabe sind an der richtigen Stelle. Und so weiter. Also diesen Text kann man eigentlich problemlos durchlesen. Wie kommt das denn? Wieso kann man diesen Text lesen, obwohl er ja nun wirklich unseren Rechtschreibregeln überhaupt nicht entspricht? Es sind übrigens auch welche drin, da stimmt, also ist ein Buchstabe zu viel oder zu wenig drin. Also es sind auch noch Tippfehler quasi in diesem Text. Trotzdem kann man es relativ problemlos lesen. Es hängt damit zusammen, dass wir als erfahrene Leser, also nicht als Leseanfänger, den Text nicht Buchstabe für Buchstabe lesen und dann so zusammensetzen, so wie man das vielleicht in der ersten Klasse macht oder wenn man vielleicht im Kindergarten so die Buchstaben lernt und dann hintereinander zieht, sondern wir sehen das ganze Wort, ein ganzes Wort als Bild. Und das grobe Bild, das muss stimmen, damit wir das lesen können. Und dann wird ganz viel, denk mal an diese Hypothesenbildung zurück, immer dazu, aus dem Kontext nimmt man an, welches Wort könnte an dieser Stelle stehen. Deswegen kommt man da relativ gut durch, obwohl kein einziges Wort außer der Name Graham Rawlinson in der vorletzten Zeile korrekt geschrieben sind. Warum ist dieser Name korrekt geschrieben? Bei dem kämen wir nie dahinter, wie der
Also wenn wir den durcheinander bringen, weil das ja kein übliches Wort ist, kann man nicht erraten, wie er dann richtig heißen könnte. Oder es würde sehr lange dauern. Genauso wie auch dieser Titel hier richtig geschrieben ist. Gut, weil er Englisch ist an dieser Stelle. Gut, solche Untersuchungen hat es gegeben. Die Stellung der Buchstaben in der Mitte hat kaum Einfluss darauf, ob man einen Text lesen kann oder nicht. Und spätere Untersuchungen haben dann festgestellt, naja, also Einfluss hat es schon. Wenn die Buchstaben so durcheinander sind wie hier, dann kann man das zwar lesen, es dauert aber länger. Und es hängt auch stark davon ab, wie stark die Vertauschungsgrade sind. Wichtig ist aber, dass, wie in dem Text oben steht, erster und letzter Buchstabe an der gleichen Stelle bleiben. So ungefähr. Und wenn man die mit vertauscht, kann man es immer noch lesen, aber dann wird es signifikant langsamer. Dann muss man wirklich stark suchen in dem Ganzen. Wenn der Text viele unbekannte Wörter hat, wird es auch schwierig. Das ist auch soweit klar. So, wie kommt das? Was habe ich gesagt? Es liegt daran, wie man liest. Nämlich, dass man nicht die Buchstaben für Buchstaben liest, sondern so auf die ganzen Wörter guckt und dann so die Hülle des Ganzen. Also, wie man sagen will, man könnte sagen, um in dem Icon-Repertoire zu bleiben, die globalen Eigenschaften, die Worthülle außenrum. Die guckt man sich an. Wenn man mal sich anschaut, wie man liest, das ist hier ein Beispiel von einem Leseanfänger, vierte Klasse, also aber trotzdem auf jeden Fall kein geübter Leser, kein Student, der, wie ihr das ja alle tut, täglich die Frankfurter Allgemeine vorwärts und rückwärts liest, sondern der, sagen wir mal, noch einigermaßen unerfahren ist beim Lesen. Da hat man jetzt geguckt, wie liest er denn so einen Text? Mit einem Eye-Tracker. Man hat also dem so eine Brille aufgesetzt und dann konnte dann gucken, wie liest er den Text. Und dann stellt man fest, dass er dieses Rote sind immer Fixationen, das sind immer die Punkte, wo er länger hinguckt, der Schüler an dieser Stelle. Und dazwischen sind die Sakkaden, also die schnellen Bewegungen an die nächste Stelle. Ja, was macht er? Er geht so einigermaßen der Reihe da durch den Text hindurch, aber man sieht an einigen Stellen Rücksprünge. Regressionen nennt man das. Vor allen Dingen bei schwierigen Wörtern muss man zurückspringen. Das ist in der dritten Zeile, gleich rechts der Mitte, steht das Wort Korkgewebe. Das ist also ein Wort offensichtlich, was dieser Schüler nicht kannte, was nicht in seinem üblichen Wortschatz vorkam. Ist ja auch verständlich, ist ja kein ganz übliches Wort, Korkgewebe. Und das musste er sich richtig erarbeiten. Da sind 8 Fixationen nötig gewesen. Hinterher später, in der letzten Zeile, ging es schon besser, sind es nur noch 4. Ja, und wofür braucht man diese Regressionen auch noch? Man muss natürlich an den Anfang der Zeile zurückspringen. Und dieser Schüler hier hat damit ein bisschen Probleme, an den Anfang der Zeile zurückzuspringen. Das ist auch ein typisches Phänomen von Leseanfängern. Man sieht es in der letzten Zeile zum Beispiel, der springt ein Stück zu kurz. Er springt nicht an den Anfang der Zeile zurück, sondern mehr so in die Mitte des Wortes hinein. Das ist eines der Probleme, das Leseanfänger häufig haben, dass sie nicht richtig den Zeilenanfang erwischen und dann an der Stelle stocken, weil sie dann nochmal aufsetzen müssen oder weil es sich aus irgendeinem Grunde verzögert. Hier nochmal zusammengefasst, Fixationen, da wo hingeguckt wird. Zu diesem Zeitpunkt nimmt man auch die Informationen auf, die da stehen. Also dann wird auch gedacht, wenn man an eine Stelle guckt. Sakkaden, das ist diese schnelle Bewegung dazwischen. Da passiert eigentlich als Verständnisprozess gar nichts, aber es wird halt auf die nächste Zeile, aufs nächste Wort oder so gewechselt und dann gibt es entsprechende Rücksprünge, Regressionen, auch das sind Sakkadenbewegungen, aber so gesehen in die falsche Richtung, gegen die Leserichtung. Das muss man dann machen, wenn es schwierig ist. Gut, was heißt das jetzt für uns? Wie müssen wir Text gestalten, damit das möglichst gut funktioniert? Wir müssen es ermöglichen, dass man erstmal zum Beispiel die Zeilenanfänge vernünftig findet, dass die Worte so geschrieben sind, dass sie möglichst eindeutig erkennbar sind. Also wir brauchen eine Unterscheidbarkeit, sowohl für die einzelnen Buchstaben, dass wenn man sich das Wort Buchstabe für Buchstabe erschließen muss, man das Buchstabe für Buchstabe auch lesen kann, aber auch für die ganzen Worthülsen. Also eine Schrift, bei der alles irgendwie gleich aussieht, das ist schlecht. Es gibt ja, vielleicht kennt ihr das, einige Schreibschriften, die sehen unwahrscheinlich schön aus, aber es sieht irgendwie auch jeder Buchstabe aus wie ein U. Also einfach nur so, das ist schwierig, ne? Da haben wir ein Problem mit der Unterscheidbarkeit. Ja, und gleichzeitig müssen wir natürlich, wie immer, bei solchen Sachen die Ablenkungsfreiheit bedenken. Ich kann natürlich in der Typografie Dinge tun, die mich
im Lesefluss aufhalten, die mich an irgendeine Stelle festhalten lassen oder immer wieder hingucken lassen. Und das sollen wir natürlich vermeiden. Ja, was haben wir alles für Möglichkeiten? Wir können uns über die Schriftart unterhalten, wir können uns über Wort- und Zeichenabstände unterhalten. Wie weit sind die eigentlich auseinander? Muss man bedenken. Zeilenabstände muss man bedenken, weil wenn man die Zeilenabstände falsch wirkt, dann wird es schwierig mit dem Finden des nächsten Zeilenanfangs. Naja, und Zeilenlängen, Flattersatz, also die Ausrichtung des Textes, sind alles diese Möglichkeiten, die wir zur Auswahl haben. Wie funktioniert das mit der Worthülse? Worthülle, nicht Worthülse, Entschuldigung. Worthülsen sind was anderes. Worthüllen, also das, wenn man quasi so außenrum zeichnen würde. Was ist dafür wichtig? Wenn wir uns das hier mal angucken, dann sehen wir hier ein Wort geschrieben und wir sehen nur den unteren Teil des Wortes. Einmal normal geschrieben, also mit wechselnder Groß- und Kleinschreibung, und einmal nur in Großbuchstaben. Und was sehen wir? Versalien sagt man auch zu Großbuchstaben. Was sehen wir da? Das Wort ist schwer zu erkennen. Kann jemand erkennen, was da steht? Ist schwer. Aber wenn wir den oberen Teil nehmen, dann sehen wir, da steht das Wort Wortbild. Der obere Teil der Buchstaben ist der Teil, der die Worthülle beschreibt, also diese Umrahmung beschreibt. Also dadurch, dass der Oberlängen hat. Einige Buchstaben gehen nach oben raus, andere Buchstaben haben oben einen Punkt oder sogar zwei. Daran kann man Buchstaben unterscheiden oder die Worte unterscheiden, so im Groben. Bei Großbuchstaben ist das schwieriger möglich. Also ihr seht das hier, bei den Großbuchstaben unterscheidet sich eigentlich der untere Teil und der obere Teil nicht so besonders. Das bedeutet, Großbuchstaben sind immer langsamer zu lesen. Also wenn ihr einen Text nur in Großbuchstaben schreibt, dann ist der Text schwer zu lesen. Für Fließtexte. Es geht um flüssige Fließtexte. Es geht nicht darum, dass ihr irgendwie die Seriennummer vom Programm oder so aufschreibt. Da kann man natürlich mit nur Großbuchstaben hantieren, weil man da sowieso Buchstabe für Buchstabe abschreiben muss. Da ist das vielleicht eine ganz gute Sache. Aber ansonsten, alles in Großbuchstaben zu schreiben, ist nie eine gute Idee. Wie gesagt, die Lesbarkeit sinkt und gleichzeitig wird Platz verschwendet, weil Großbuchstaben auch breiter sind und dadurch einfach immer Platz verbrauchen, mehr Platz verbrauchen als die kleinen Buchstaben. Das heißt, verzichtet darauf, alles in Großbuchstaben zu schreiben, verzichtet auch auf diese Art hier, diese Kapitälchen. Da sind auch alles Großbuchstaben, außer dass die wirklich großen Großbuchstaben noch ein Stück größer geschrieben werden, aber ansonsten von der Buchstabenform sind es alles Großbuchstaben. Macht das nicht, das hat sowieso also im Bereich des Bildschirms, der Bildschirmgestaltung relativ wenig zu suchen. Und nehmt eine Schrift, die auch vernünftige Oberlängen hat. Also so eine Schrift, wo beim F das F oben auch schön weit rausgeht zum Beispiel. Eine Schrift, die das nicht hat, ist schwerer zu lesen. Welche Schriften haben wir überhaupt zur Auswahl? Das können wir uns auch mal wieder ein bisschen, ihr wisst das ja, ich mache das ja ganz gerne mal, dass ich einmal so ein bisschen zurückgucke, wie waren denn das in der Entwicklung der User Interfaces. Und da war es zu den Zeiten so, als die grafischen Nutzungsoberflächen aufgaben, wie hier wieder mein Atari ST, dass die Bildschirmschriftarten Pixelschriftarten waren. Das heißt, es lagen im Prinzip kleine Bildchen vor für jeden einzelnen Buchstaben. Und die wurden nacheinander auf den Bildschirm gemalt. Ihr seht oben rechts von einer frühen Version des Macintosh-Betriebssystems die dort verfügbaren Schriften und das sind alles solche Bildschirmschriften. Das heißt, da ist jeder Pixel einzeln definiert. Deswegen habt ihr zum Beispiel die Schriftart Los Angeles in 12 Punkt und in 24 Punkt. Das ist es aber auch. Also ihr könnt die nicht in Zwischengrößen darstellen, ihr könnt die nicht größer machen, es sei denn, man will sie völlig verpixelt darstellen. Aber es ist nicht mehr da an Daten. Es sind also keine Linienzüge, sondern es sind tatsächlich Pixel, die da angegeben sind. Das hat zwei Vorteile gehabt. Das eine ist, es ist sehr wenig rechenintensiv. Ich muss also eigentlich nur aus irgendeinem Pool, wo ich diese Pixel abgespeichert habe, die in den Bildschirmspeicher kopieren an die entsprechende Stelle und schon werden die Punkte dort an der Stelle schwarz und dann kann man die Schrift da lesen. Und zum anderen sind die Schriften auch relativ gut lesbar, weil sie eben auf den Bildschirm angepasst sind. Das kann einem passieren, wenn man andere Schriften verwendet, wie unsere heute üblichen Schriften, dass das nicht mehr so gut funktioniert oder zumindest, dass es eine Zeit lang nicht mehr gut funktioniert hatte.
heutige Schriften, unsere TrueType-Schriften bei Windows oder entsprechende Schriftarten bei Mac oder bei Linux auch, sind alles Vektorschriftarten. Das heißt, da sind also die Züge abgespeichert. Das hat den Vorteil, dass man sie gleichzeitig auch im Druck verwenden kann und dass man sie auch riesig groß machen kann, ganz klein machen kann. Das funktioniert alles ganz gut, kann aber für Schwierigkeiten bei der Bildschirmdarstellung sorgen. Wenn ich die Schriftarten drucke, werden sie immer pixelig aussehen. Deswegen hatte man oft früher damals zwei verschiedene Schriftarten, eine für den Bildschirm, eine für den Druck. Heute haben wir das nicht mehr und wir haben die Auswahl unter Unmengen Schriften. Wenn ihr mal bei eurem Betriebssystem guckt, wie viele Schriften ihr da habt, das ist durchaus eine gehörige Menge. Wenn ihr dann auf den Gedanken kommt und installiert euch in Microsoft Office, dann kriegt ihr noch eine ganze Menge dazu. Und wenn ihr meint, ihr installiert euch mal sowas wie CorelDRAW oder irgendein Desktop-Publishing-System, dann habt ihr irgendwie ein paar tausend Schriften und wisst gar nicht mehr, wie und wie einen noch aus. Das ist manchmal gar nicht hilfreich, so viele zu haben. Wie kann man die jetzt ein bisschen einordnen? Welche Schriftarten gibt es? Man kann im Prinzip sagen, es gibt zwei Hauptgruppen von Schriftarten. Und das Wichtige dabei sind diese Ecken, die unten an den Buchstaben dran sind. Also dieses R, wenn ihr euch das mal anguckt, das R hat ja so unten wie so einen Fuß, auf dem es steht. Wie eine Vase sieht das so ein bisschen aus. Das nennt man eine Serife. Diese Serifen sind charakteristisch für eben diese Schriftarten, die man häufig Serifenschriften, Serif-Schriften nennt. Im Deutschen klassischerweise hat man Antiqua-Schriften dazu gesagt. Also die zeichnen sich dadurch aus, dass sie zum einen diese Füße unten haben und dass sie verschiedene Strichstärken haben. Wo seht ihr jetzt verschiedene Strichstärken? Das R, der Stamm zum Beispiel von dem R, der linke Teil, der ist sehr dick. Hingegen, der Bogen von dem R da reintrifft, ist ja eine viel dünnere Linie. Das ist also nicht überall, nicht jede Linie ist gleich dick in diesem Buchstaben. Das sind verschiedene Strichstärken. Dagegen gibt es die anderen Schriften, sans serif, sans serif, wie man immer sagen will, sans serif, eigentlich egal, wie man es ausspricht. Hauptsache, man weiß, das sind die ohne Serifen, was das ja heißt. Die nannte man im Deutschen klassischerweise Grotesk-Schriften. Und das ist eine Aussage, die durdurchaus wörtlich zu verstehen ist. Also die Leute, die das gesehen haben, haben gedacht, das ist aber grotesk. Das waren wirklich eigenartige Schriften. Heute sind sie sehr üblich, deswegen empfinden wir sie nicht als grotesk. Das sind Schriften, da sind die Linienstärken relativ immer gleich. Also auch nicht hundertprozentig, wenn ihr mal bei dem Wort Serif da selbst guckt, da ist R zum Beispiel, da ist schon eine leichte Unterscheidung, also leichter Unterschied in den Dicken drin. Aber im Großen und Ganzen haben die, wie sie mit so einem Filzstift gemalt eigentlich, überall gleich dick. Während die Serifenschriften eher mit so einem Füller gemalt sind. Denn wenn man den ja quer und längs hält, dann kriegt man ja mal dünnere, mal dickere Striche. Ja, es gibt noch gewisse Klassen dazwischen, die ich hier nur am Rande erwähnen möchte, weil sie relativ selten vorkommen und uns ja gerade am Bildschirm relativ wenig begegnen. Das sind einmal Antiqua-Varianten. Da kann man sagen, die haben verschiedene Strichstärken, aber keine Serifen. Das geht natürlich auch. Also ich könnte natürlich hier oben einfach diese Füßchen abknapsen und dann hätte ich ja trotzdem noch einen Buchstabe, der verschiedene Strichstärken hat, aber eben diese Füße nicht mehr. Und es gibt die sogenannten Egyptian-Schriften. Das hat mit Ägypten eigentlich gar nichts zu tun, sondern das ist einfach der Name der ersten Schrift, die so war. Und das hat sich dann für die ganze Familie, Fontfamilie, durchgesetzt. Das ist quasi das Gegenteil. Die haben gleiche Strichstärken, aber Serifen. Das sind also die Möglichkeiten. Aber wichtig sind diese beiden oberen. Dann gibt es am Computer noch die eine zusätzliche Kategorie, die man einführen muss eigentlich, weil es für viele Sachen wichtig ist, die Monospace-Schriften, also die Schriften, wo jeder Buchstabe gleich breit ist. Das ist bei den Schriften oben nicht der Fall. Also das I ist ja eindeutig schmaler als zum Beispiel ein S oder ein M wäre. Die Buchstaben sind nicht gleich breit. Bei Monospace-Schriften ist das so. Da ist jeder Buchstabe gleich breit. Eigentlich wie bei der Schreibmaschine. Heute wird es dann gerne angewendet, wenn man irgendwo Quellcode darstellen will. Aber auch diese Monospace-Schriften haben natürlich Serifen oder halt nicht.
Und dieser hat relativ wenige, aber sie hat welche. Also beim N, beim P und beim A sieht man welche. Also es ist alles so, sind so Übergänge, aber man kann diese drei Grundkategorien feststellen. Welche sollte man jetzt verwenden? Das ist eine gute Frage. Und die wurde ziemlich lange, ziemlich eindeutig beantwortet. Aber wir werden jetzt gleich sehen, ja, eigentlich macht die Beantwortung nicht mehr so viel Sinn. Es wurde sehr lange gesagt, am Bildschirm verwendet man nur sans serif, also serifenlose Schriften. Das hat zwei Gründe, von denen einer sich erledigt hat und der andere nicht. Ich erzähle euch mal erst den, der sich nicht erledigt hat. Und der hängt damit zusammen, dass bei den Serifenschriften verschiedene Strichstärken eingesetzt werden. Und verschiedene Strichstärken heißt, es werden auch dünne Strichstärken eingesetzt. Welchen Nachteil hat das? Den des Überstrahlens. So ein Bildschirm ist ja ein Gerät, was uns wirklich Licht direkt ins Auge strahlt und auch dann dadurch dazu neigt, auch durch die Bildschirmtechnik selbst, auf Röhrenmonitoren mehr als auf LCDs, aber auch da, zu überstrahlen. Auch hier auf so einer Projektion gibt es diesen Effekt, dass weiße Flächen in die schwarzen Flächen so leicht hineinstrahlen. Das führt dazu, und das habe ich hier unten durch diese Unschärfe mal so ein bisschen versucht zu simulieren, dass kleinere Linien verloren gehen. Also wenn, das sind ja alles Serifenschriften hier, beziehungsweise Serifen haben die alle gar nicht, aber sie haben alle unterschiedliche Strichstärken, aber die sind da drin noch sehr unterschiedlich. Wenn ihr euch die Schriftart Dido hinten anguckt, da ist ja der unterste Strich vom E wirklich hauchdünn, obwohl ich den Buchstaben groß gemalt habe. Und wenn man dann so ein Überstrahlen mal simuliert, dann seht ihr, dass das E irgendwie auch schwierig erkennbar ist. Und dieser Effekt ist immer noch da. Also den Effekt kann man nicht wegdiskutieren. Aus dem Grunde gibt es, also macht es Sinn, keine Schriften zu verwenden, die extrem dünne Linien haben. Das spricht nicht unbedingt dafür, dass man Schriftarten verwenden muss, die Serifen haben, aber dünne Linien sollten sie nicht haben, also einigermaßen dicke Strichstärken haben. Das ist dann üblicherweise bei den serifenlosen Schriften der Fall. Die klassischste serifenlose Schrift, die man so hat, Arial. Ja, Arial ist so der Klassiker. Eine von Microsoft damals nachgebaute Schrift, der Schriftart Helvetica. Also wenn ihr die Schriftart Helvetica mal seht und guckt euch Arial dagegen an, dann stellt ihr die Unterschiede nur fest, wenn ihr sie beide gleichzeitig seht. Und das auch nur bei bestimmten Buchstaben. Historisch hatte es noch einen anderen Grund, dass man gesagt hat, wir nehmen serifenlose Schriften. Und das hing mit der niedrigen Auflösung der Bildschirme zusammen. Plus die, na sagen wir mal, noch nicht weit fortgeschrittene Technik, diese Buchstaben am Monitor anzuzeigen. Wenn ich die einfach nur so hinmale, so ein Pixel-Grafik, also entweder ist da schwarz oder nicht, oder in diesem Fall ist blau, blau oder nicht, dann seht ihr, dass diese serifenlose Schrift auf der linken Seite große Vorteile hat gegenüber dieser Serifenschrift auf der rechten Seite. Diese Serifen da auf der rechten Seite, gerade die Serifen selber, sind immer so ein zusätzliches Element, was dann noch irgendwie im Text vorkommt, was dann so einen einzelnen Pixel auf, irgendwie auf schwarz setzt. Das heißt, diese rechte Schrift ist viel unklar. Es ist vielmehr so eine Art Pixelmuster als auf der linken Seite, wo man viel mehr zusammengehörige Strukturen sehen kann. Das hat sich heute einigermaßen erledigt und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, es gibt Möglichkeiten, diese Schriften geglättet anzuzeigen. Das sieht man hier unten. Also da ist nicht nur immer ein Pixel gesetzt, sondern es sind auch immer noch so Pixel in der Umgebung gesetzt und das sogar teilweise ganz trickreich, indem man nur einzelne Farben da drin setzt. Dadurch kriegt man es relativ gut hin, doch ein einigermaßen scharfes Bild hinzubekommen, obwohl man so eine geglättete Schriftdarstellung hat. Und vor allen Dingen, spätestens seitdem diese Geräte so hohe Auflösungen haben und es auch an den Laptops und Bildschirmen zu Hause üblicher ist mittlerweile, dass man hohe Auflösungen hat, ist das Argument eigentlich dahin. Also, dass man irgendwo eine Schrift sieht, wo der Buchstabenrumpf aus genau einer Pixelreihe besteht, ist sehr selten geworden. Gilt eigentlich nur für entweder ältere Computer oder ganz billige Geräte, wo das noch der Fall ist. Und dann sollte man vielleicht wirklich tatsächlich immer noch aus dem Grunde auf eine serifenlose Schrift ausweichen. Gut,
Jetzt können wir ja sagen, die Argumente für diese serifenlosen Schriften sind so besonders gar nicht mehr. Verwende ich doch Schriften mit Serifen. Da kann man sich, muss man sich erstmal überlegen, welchen Vorteil haben die überhaupt? Also warum sollte man jemals eine Schrift mit solchen Serifen verwenden? Zwei Gründe wieder. Ich habe immer alles zwei Gründe heute. Das eine ist, man kann die Linie, also die Zeile, auf der die Buchstaben stehen, ein bisschen besser erkennen. Dadurch, dass sich die Buchstaben an die Zeile so unten anschmiegen mit ihren Füßchen. Dadurch kriegt man eine bessere Linie, da eine reine Zeile. Kann also besser der Zeile folgen. Und das andere ist, der Grauwert ist gleicher. Also wenn ich so drauf gucke auf so einen Text, dann ist der gleichmäßiger grau, wenn der so eine Serifenschrift ist, als wenn ich einen Text nehme, der eine serifenlose Schrift hat. Und das ist auch immer vom Vorteil, wenn das gleichmäßiger ist. Trotzdem würde ich nicht dazu raten, am Bildschirm dazu überzugehen. Zumindest nicht für so übliche User-Interface-Elemente. Vielleicht für Fließtext. Also wenn ihr einen Reader macht für E-Books, dann sollte man das vielleicht schon machen, dass man so eine Serifenschrift verwendet. Aber für die User-Interface-Elemente gibt es keine Notwendigkeit, jetzt auf einmal was anderes zu machen. Zumal diese serifenlosen Schriften, wie wir ja auch hier auf der Folie eine haben, als moderner gelten. Und da gibt es eigentlich keine große Notwendigkeit, sich an dieser Stelle gegenzuwenden. Und das Argument mit den langen Fließtexten gilt ja auch nicht. In User-Interface-Elementen haben wir üblicherweise keine langen Fließtexte, sondern wir haben eher kurze Beschriftungen irgendwo. Generell kann man natürlich sagen, verwendet doch die Systemschriftart. Also, wenn ihr für Mac gestaltet, für Windows gestaltet, für KDE gestaltet, für Ubuntu, für, wie heißt denn das, Gnome, darauf wollte ich hinaus, oder für Android oder so, da gibt es ja Schriftarten. Nehmt die. Ändert die Schriftart nicht ohne Grund. Es gibt natürlich Bereiche, da kann man das gut, vor allen Dingen im Web. Und da kann man noch ein paar weitere Sachen beachten, über die ich gleich noch sprechen werde. Ich wollte euch einmal die Systemschriftarten vorstellen. Das sind die Systemschriftarten, sagen wir mal, von drei großen Betriebssystemen, die ich jetzt mal aufgezählt habe. Das eine ist auf dem Macintosh, die Apple-Betriebssysteme, und es ist jetzt jeweils der historische Verlauf. Das heißt, das letzte ist immer die aktuelle Schriftart. Aber ihr seht all diese Schriften, also bei Apple war es Ewigkeiten, Lucia Grand, dann Helvetica und am Ende San Francisco. Es sind alles serifenlose Schriften. Und bei Microsoft, Tahoma und, wie man das ausspricht, bin ich mir nicht sicher. Wir haben es schon mal nachgeguckt, aber ich habe es wieder vergessen. Sigi? Gucke ich nach. Jedenfalls sind das auch Schriften, die relativ serifenlos sind. Und vor allen Dingen bei Microsoft auch noch extra für den Bildschirm gestaltet. Microsoft hat eine große Forschungsabteilung für Schriften und stellt wirklich gute Bildschirmschriften her. Rechts die Schriftart Roboto ist die Schriftart, für die Google für Android ausgesucht hat. Der Vorteil dieser Schriftart ist, die ist kostenfrei. Schriften sind Kunstwerke. Und damit urheberrechtlich geschützt. Das heißt, irgendwo einfach eine Schrift, einen Font aus dem Netz runterladen, einfach so verwenden. Gut, wenn ihr damit eure Einladungskarte für den Geburtstag der Oma druckt, wird das niemanden interessieren. Aber wenn ihr das wiederum verwenden wollt, um das im Netz zu veröffentlichen, dann würde ich darüber nachdenken, entweder eine Lizenz zu erwerben oder gleich eine Schrift zu suchen, Schriftart zu suchen, die man verwenden darf. Und Roboto ist so eine, gibt noch eine ganze Menge mehr. Ich gebe gleich noch ein paar Hinweise, wo man Schriften finden kann. Was gibt es noch für übliche Schriften? Diese zum Beispiel, Calibri, ist eine Schrift, die im Zusammenhang mit Microsoft Office verwendet wird, ist die Standardschrift von PowerPoint. Auch eine sowohl am Bildschirm als auch auf Folien sehr schön lesbare Schrift. Die Schriftart Comic Sans ist eine von denen, gegen die es Hass-Webseiten gibt. Naja, das hängt wohl damit zusammen, dass sie eine Zeit lang in einem Übermaß genutzt wurde. Und dass irgendwie man für besonders cool hielt, so eine Schriftart zu verwenden, die halt, naja, so ein bisschen wie mit der Hand gekrickelt aussieht. So leicht. Die wurde seinerzeit von Microsoft entwickelt, um solche Sprechblasen mit Text zu füllen. Das heißt, die war eigentlich auch nie dafür gedacht, große Fließtexte mit dieser Schriftart zu schreiben. Die Schriftart ist aber in manchen Belangen ziemlich gut. Sehen wir gleich noch.
So, jetzt seht ihr da die Schriftart Helvetica und Arial nebeneinander. Und ich weiß nicht, ob jemand einen Unterschied sieht. Guckt euch mal das kleine A an und dann das Ende des kleinen A's. Da seht ihr zum Beispiel einen Unterschied. Aber es ist wirklich minimal. Man sieht die Unterschiede fast nur, wenn man die Buchstaben wirklich direkt aufeinander legt. Wie gesagt, Helvetica ist die Schriftart, die ursprüngliche Schriftart ist schon ziemlich alt. Und Arial wurde dann von Microsoft entsprechend nachgebaut. Die Schriftart Helvetica ist im Mac-Bereich sehr üblich. Und dann unten die Schriftarten Verdana und Tahoma sind beide Schriftarten von Microsoft, die extra für Bildschirmdarstellung optimiert wurden. Und zwar noch für Bildschirmdarstellung auf relativ niedrig auflösenden Bildschirmen. Das ändert aber nichts daran, dass es immer noch gute Schriften für den Bildschirm sind. Die unterscheiden sich eigentlich nur durch die Buchstabenbreite. Also Verdana sieht ein bisschen breit gezogen aus im Vergleich zu Tahoma, was ein bisschen schmaler ist. Es gibt natürlich noch viele andere Schriften. Ich möchte jetzt hier nicht alle Schriften aufzählen, die man irgendwo verwenden kann. Es gibt da ganz dicke Bücher, die man kaufen kann, wo jede Seite eine andere Schrift ist und da kann man da durchgucken. Ja, wollen wir an dieser Stelle vielleicht darauf verzichten. Auf ein paar Schriften, auf die ich noch hinweisen möchte, sind aber die Liberation-Schriftarten. Heißt das Liberation? Liberation würde ich annehmen. Das sind die von LibreOffice. Und der Vorteil von denen ist auch wieder kostenfrei. Und das sind Schriftarten, die sind den Microsoft-Schriftarten in gewisser Weise nachempfunden. Ihr seht, die sind nicht gleich. Also vor allen Dingen die Mono-Schrift ist ja anders. Ne? Also die Liberation ist viel besser als die Courier New. Die Courier New ist so dünne Schrift. Das ist hier eigentlich besser gelöst. Auch die anderen Buchstaben sehen durchaus anders aus. Aber sie sind erstmal ziemlich gut und zum anderen sind sie so, dass man die eine Schrift durch die andere Schrift ersetzen kann und die Zeilenumbrüche bleiben alle an der gleichen Stelle. Das heißt, die ist breitengleich und höhengleich. Das ist die Idee dahinter gewesen, dass man also die Schrift austauschen kann. Ich würde sie durchaus empfehlen, diese Schriften, sowohl am Bildschirm als auch vor allen Dingen im Druck. Also auch diese Serifenschrift ist eigentlich eine schöne Schrift für Fließtexte. Wenn ihr mal eure Bachelorarbeit schreiben wollt und schreibt sie nicht in Tech, sondern schreibt sie vielleicht in LibreOffice oder OpenOffice, dann ist das eine Möglichkeit, das damit zu machen. Tech hat natürlich seine eigenen Schriften, auf die ich an dieser Stelle nicht eingehen will, weil sie für die Bildschirmgestaltung gar nicht relevant sind. Worauf muss man noch achten? Eindeutigkeit von Buchstaben ist ein wichtiges Thema, natürlich nicht immer. Also wir haben ja gerade gesehen, man kann die Buchstaben sogar vertauschen und man kann das lesen. Und dann ist es auch nicht schlimm, zum Beispiel, dass in einem Fließtext ein großes I und ein kleines L nicht wirklich gut zu unterscheiden sind. Das nimmt man im Fließtext gar nicht wahr. Wichtig ist das, wenn es wichtig ist, also wenn es dazu kommen soll, dass man Buchstaben einzeln lesen muss, weil man sie genau abtippen muss, oder sowas, oder weil Namen da stehen und Namen aus ausländischen Sprachen und man kann nicht genau unterscheiden, ist das jetzt ein kleines L oder ein großes I, das ist ja schon vielleicht mal wichtig. Und wenn man jetzt die Schriftarten da oben mal anguckt, all diese üblichen Schriftarten, die haben alle Probleme irgendwie, die haben alle Probleme mit dem großen I und dem kleinen L oder mit dem L und der 1. Und groß problematisch, also im großen Stile problematisch ist sowieso immer die Sache mit dem O und mit der 0. Ich kann mich da erinnern, ich habe mal vor vielen Jahren einen HTML-Kurs gegeben an meiner ehemaligen Schule und da hat einer in die Attribute von HTML immer an Zahlen große O's anstatt Nullen reingeschrieben. Und ich weiß nicht, ob er mich ärgern wollte oder ob er es nicht besser wusste. Jedenfalls ist das natürlich schwer zu finden, so ein Unterschied. Wenn man nicht eine entsprechende Schriftart verwendet, wie zum Beispiel diese Liberation Mono, da kann man das O und die 0 unterscheiden, aber auch nur, wenn man es weiß natürlich, ne, dass die sich unterscheiden an dieser Stelle. Aber ansonsten ist es vor allen Dingen großes I, kleines L und 1, was problematisch ist. Bei diesen Schriftarten hier unten haben wir keine Probleme dieser Art und da ist auch Comic Sans dabei. Bei Comic Sans sind all diese Buchstaben unterschiedlich. Der Unterschied zwischen O und 0 ist so riesig nicht, aber er ist da. Und vor allen Dingen auch L, I und 1 sind gut zu unterscheiden. Das heißt, wenn das wichtig ist, achtet darauf, dass ihr eine Schriftart nehmt, bei der man das auch unterscheiden kann. So, wie kommt man jetzt an Fonts? Es gibt
Also erstmal habt ihr natürlich an eurem Rechner eine ganze Auswahl. Es gibt aber die Möglichkeit, auch Fonts im Netz zu beziehen. Und eine Möglichkeit, aber wirklich nur eine Möglichkeit, ist diese hier, Google Fonts. Das sind alles Fonts, die Google bereitstellt, die man frei verwenden darf. Im Zweifelsfall, müsst ihr mal in den entsprechenden Bedingungen nachlesen, muss man das irgendwo im Impressum aufführen, dass man da diese Schriftart verwendet. Eine nicht unbedingt mit Ergonomie zu tun habende Sache, möchte ich aber nicht unerwähnt lassen. Gerade im Moment ist der Bereich Datenschutz ja in aller Munde. Ich weiß nicht, ob euch das auch untergekommen ist. Datenschutzgrundverordnung, die jetzt in ein paar Tagen in Kraft tritt, wirbelt alle möglichen Datenschutzprobleme auf, die eigentlich schon seit Jahren ein Problem sind, um die sich bisher kaum jemand gekümmert hat. Aber jetzt auf einmal sind sie in aller Munde. Google Fonts einzubinden auf Webseiten, das kann man. Man kann einfach eine so eine Zeile oben in seinen Code reinschreiben und dann kann man damit Fonts laden, ist ein Datenschutzproblem. Das bedeutet nämlich, jeder, der auf eure Seite geht, lädt ein Font von Google runter. Das heißt, er stellt auch eine Verbindung zu Google her. Wenn ihr bei Google noch angemeldet seid mit euren Nutzerdaten und geht dann auf meine Internetseite, guckt da drauf, dann stellt Google fest, aha, die waren auch auf der Internetseite von dem Winkelcamper. Ist ja interessant. Ne? Also so kann man Daten sammeln. Wenn ihr die anwenden wollt, einsetzen wollt, solche Schriften, man kann die auch runterladen und selbst einbinden. Man muss die nicht unbedingt von Google beziehen. Nur als Tipp, der aber nichts mit der Ergonomie zu tun hat. Was man auf dieser Seite aber machen kann, ist, man kann hier auf der linken Seite Kategorien auswählen und dann seht ihr verschiedene Schriften. Und da seht ihr, die beiden ersten sind genau unsere beiden, die wir gehabt haben, die Serifenschriften und die serifenlosen Schriften. Unten sind die Monospace-Schriften. Auch die sind wichtig. Die Schriftarten Handwriting, also so geschnörkelte Schriften, haben am Bildschirm irgendwie wenig verloren. Und die Schriftart, die Display heißen, haben am Bildschirm auch nichts verloren. Das ist ein bisschen irritierend. Da geht es nämlich nicht um das Computer-Display, sondern da geht es um große Displays. Also wenn ihr zum Beispiel einen Bahnhof habt und wollt in dem Bahnhof hinschreiben Paderborn, die Schriftarten, die finden sich unter Display. Das sind Schriftarten, die vermeiden, dass wenn man die Buchstaben ganz groß macht, dann auf einmal so riesig breite Striche irgendwo entstehen. Dafür sind die optimiert. Die sind aber nichts für Bildschirmdarstellung. So, jetzt haben wir Schriftart. Wir müssen aber noch auf mehr Dinge achten. Nämlich Zeilen und Ausrichtung. Wichtige Sache, wird ganz oft falsch gemacht, gerade im Web. Es gibt so eine Tendenz zum Blocksatz. Ich weiß gar nicht, wo der Herr das kommt. Also in der Zeitung, aus der Zeitung kennt ihr alle, dass man so im Blocksatz schreibt, dass man Spalten hat, die sowohl vorne als auch hinten abgeschlossen sind. Das darf man nur machen, vor allen Dingen, wenn man schmale Spalten hat, wenn man auch Worttrennungen machen kann. Wenn man die nicht machen kann, passiert das, was hier passiert. Die Abstände zwischen den Worten werden zu groß oder sogar innerhalb der Worte werden die Buchstaben auseinandergezogen. Das ist der Lesbarkeit in keiner Weise zuträglich. Also nicht machen, besser gänzlich lassen. Zentrierter Text. Es gibt für zentrierten Text also ich kenne überhaupt nur eine sinnvolle Sache für Sachen, die man zentriert schreibt. Gedichte. Wenn ihr das auf euren Websites oder auf irgendeinem User-Interface machen wollt, ja, sonst bitte nicht. Und es ist auch nicht fürs flüssige Lesen gut. Warum nicht? Denkt mal an das Kind da am Anfang, den Viertklässler. Man muss die Zeile, den Anfang der Zeile finden. Und bei einem zentrierten Text ist der Anfang der Zeile ja in jeder Zeile woanders. Das heißt, es ist viel schwerer, den Anfang der Zeile zu finden. Zentriert ist nie ergonomisch. Und, also, was heißt, ist die Konsequenz daraus? Linksbündiger Flattersatz, also wo es auf der rechten Seite flattert und links bündig ist. Das ist eigentlich die ideale Art, Text aufzuschreiben. Ein sehr typischer Fehler ist dieser da unten. Der Durchschuss ist zu gering, nennt man das. Also der Abstand zwischen den Zeilen ist zu gering. Das macht auch Probleme, nämlich erstmal wieder dabei, die Zeile zu finden. Man landet dann manchmal in der falschen Zeile. Das ist ja bestimmt beim Lesen ja auch schon passiert. Man liest und liest irgendwie, überspringt eine Zeile und denkt, was steht denn da? Ist doch irgendwie Quatsch. Und dann merkt man das, dass dann in die falsche Zeile gekommen ist. Und vor allen Dingen, man kann auch die Worthöhlen gar nicht mehr richtig erkennen.
weil das alles so ineinander gedrückt ist. Also mehr Abstand zwischen den Zeilen, aber nicht so viel, dass die Zeilen einzeln wirken. Also das soll schon noch als gemeinsamer Textblock erscheinen. So ein bisschen, muss man so gucken, dass es einem passt. Üblicherweise gibt es so eine Standardeinstellung von 1,2-facher Zeilenhöhe oder Buchstabenhöhe, die passt eigentlich üblicherweise. Übrigens, wer von euch mal eine Hausarbeit abgeben muss oder eine Bachelorarbeit schreiben muss und muss da einen 1,5-fachen Zeilenabstand einhalten oder zweifachen Zeilenabstand oder sowas, dann, ich weiß nicht, ob ihr unbedingt euren Lehrenden belehren wollt, aber letztendlich ist das völlig aus der Zeit gefallen. Also der Text ist schlechter lesbar und der Grund, warum man das mal gemacht hat, ist, damit man, wenn man mit der Schreibmaschine schreibt, zwischen den Zeilen Korrekturen reinschreiben kann. Aber das macht ja keiner mehr. Also von daher ist das eigentlich völlig überflüssig. Und am Bildschirm hat sowieso nichts zu suchen. Man kann bei Schrift noch auf das Kerning achten und auf Ligaturen. Kerning bedeutet, dass die Buchstaben ineinander rutschen. Ihr seht hier bei der Abkürzung AVE, dass bei dem unteren es so aussieht, als stünde das A abseits des Ganzen. Und wäre da, also es scheint eine zu große Lücke da zu sein an dieser Stelle. Wenn ich mal gucke, wo die Buchstaben enden, dann seht ihr, das A endet oben hier, also überschneidet sich schon mit dem Anfang vom V und das V beginnt halt da. Das heißt, die sind so ineinander gerückt, die Buchstaben. Das ist hier nicht der Fall. Hier ist eine ganz ordentliche Lücke dazwischen. Aber dadurch, dass die beiden Schrägen sich so entgegenkommen, wirkt ihre Lücke halt größer. Das ist Kerning. Das kann man bei manchen Schriftarten, hat man das, hängt aber immer noch auch davon ab, welcher Interpreter dahinter steckt, also welche Art von Word-Verarbeitungsprogramm, welches Betriebssystem, ob dieses Kerning durchgeführt wird oder nicht. Manchmal ist es auch gut, wenn solche automatischen Optimierungen nicht durchgeführt werden, nämlich bei den sogenannten Ligaturen. Das ist was, das hat wirklich mit den Druckern von Anno Tuck zu tun. Nämlich, dass man, ich weiß nicht, habt ihr schon mal, vielleicht, sonst guckt es immer euch im Museum mal an, es gibt da diese Bleilettern, aber nicht nur für die einzelnen Buchstaben, sondern auch teilweise für Silben, wo man eine Silbe so am Stück reinschieben kann. Und da sind dann Ligaturen drin, das heißt, da sind zwei Buchstaben aneinander geschoben. Fl ist so eine typische Ligatur, S und T hintereinander ist auch eine Ligatur, ist auch ein Buchstabe, den man, also eine, nicht ein Buchstabe, sondern eine, ja, so ein Bleiletter, den man da so reinschieben kann. Das macht an dieser Stelle auch Sinn, das ist nämlich eine Gasflasche. In dem Wort ist die Ligatur richtig. Unten ist die Ligatur falsch. Es sind nämlich keine Kaufleute, sondern Kaufleute. Das heißt, man muss, um Ligaturen richtig zu machen, auch die Sprache verstehen und auch die Worte auseinanderhalten können. Wer noch die alte Rechtschreibung gelernt hat, wird bei euch niemand sein, der fühlt sich vielleicht an manche Sachen da erinnert. Nämlich die alten Trennregeln hingen damit oft zusammen. Also trenne nie ST, denn es tut ihm weh, hat man früher gesagt. Weil das eine, dann hat sich der Drucker nämlich geärgert, weil der musste ja eigentlich eine Type, aber dann in zwei Zeilen, das geht ja nicht. Ne? Also hat man das falsch gemacht an der Stelle, wenn man das getan hat. Tipp, wenn man es ausstellen kann, schaltet es besser aus, weil die Betriebssysteme oft so einen Quatsch machen wie Kaufleute. Gut, Schriftgrößen müssen wir noch drüber sprechen. Wie groß muss eigentlich die Schrift sein am Bildschirm? Das ist auch ein großes Problem, nämlich oft sind die Schriften zu klein. Wenn man also guckt auf Webseiten drauf und denkt, ja, winzig, das ist so eine Mode gewesen. Mittlerweile werden sie wieder ein bisschen größer. Wahrscheinlich sind sie in ein paar Jahren riesig. Sind immer so Moden, die so auf und ab laufen. Schriftgrößen. Was ist eigentlich die Schriftgröße? Wenn ihr mal so ein Word aufmacht, dann habt ihr ja so eine Schriftgrößenangabe. 12, 10 oder sowas. Das sind Schriftangaben in Punkt, grafischen Punkt. Das ist eine ganz eigenartige Einheit, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Aber welche Größe beschreibt die eigentlich? Und das Ärgerliche an diesen ist, gar keine Größe, die man tatsächlich an den Buchstaben sieht. Sondern diese Punktgröße ist die Größe des Bleiletters, die Höhe.
Der ist aber natürlich höher als der Buchstabe selber. Wenn ihr einen Stempel macht, dann macht er ja auch nicht den Stempel genau bis zum Rand, sondern habt ihr oben und unten drunter ein bisschen Platz. Das ist dieser Bereich, den man hier Unterhöhe nennt oder auch Fleisch. Also diese Bereiche da, die da dazwischen liegen, die also quasi den Zeilenabstand auch ausmachen. Diese müsste man quasi mitzählen, also von ganz unten bis ganz oben, das ist die Kegelgröße. Von dieser blauen bis unten, Kegelunterkante bis Kegeloberkante. Das galt für diese Bleiletter. Bei digitalen Schriften ist das nochmal dahin. Da könnte man einen Buchstaben machen, der ist quasi größer als ein Kegel. Also gerade bei Schreibschriften hat man das oft. Man hat so ein F und das F geht einmal so richtig oben raus. Also durch die obere Zeile drüber oder so. Das kann man bei diesen Dingern definieren, bei diesen Schriften definieren. Und hat dann ganz, also eine Schriftgröße, die eigentlich mit der Buchstabenhöhe wirklich gar nichts mehr richtig zu tun hat. Zumindest nicht von diesen Buchstaben. Was heißt das für uns? Man muss es ein bisschen ausprobieren. Wenn ihr mal einen Text habt und schreibt den mal in Arial und stellt den auf Times um, dann werdet ihr sehen, Times ist kleiner. Das heißt, ihr müsst bei Times, wenn ihr die gleiche Größe haben wollt, mit der Schriftgröße ein bisschen hochgehen. Aber sagen wir mal, die üblichen Schriften sind alle so einigermaßen im Rahmen. Serifenschriften sind üblicherweise ein bisschen kleiner als serifenlose Schriften. Kann man so als Daumengröße mal nehmen. Was sind das jetzt für Größen? Was ist jetzt dieses 10-Punkt? Wie groß muss es sein? Da gibt es Regeln für. Die sind auch in ISO-Normen definiert, wie groß die Schrift sein muss. Und da steht dann in der ISO-Norm 0,3 Grad bis 0,5 Grad. Das wäre eigentlich eine vernünftige Schriftgrößenangabe. Was soll das heißen, 0,3 Grad bis 0,5 Grad? Man müsste quasi einen Winkel aus meinem Auge herauszeichnen, der 0,3 bis oder bis 0,5 Grad groß ist. Und je nachdem, wie weit ihr jetzt hier weg seid, müsst ihr dann die Schrift größer oder kleiner machen. Das ist ja auch logisch, dass die Schrift da vorne größer ist als die Schriftart bei mir hier auf dem Monitor. Das ist ja klar. Und eine Schriftart hier auf dem Handy, was ich mir hier so vor die Nase halte, kann ja auch kleiner sein als die Schrift da hinten. Das heißt, die Schriftart im Winkel vom Betrachter aus ist eigentlich sehr sinnvoll. Man sieht das hier schön auf dieser Darstellung hier. Also so ein Handy, da kann es sehr klein sein, Monitor größer und hinten an der Projektion muss es natürlich erheblich größer sein. Gut, also Schriften in diesem Winkel. Was bedeutet das? Bei Papier, den man üblicherweise bei 40 cm Abstand, gibt man so an, üblicherweise 40 cm Abstand zum Papier, ist das eine Schriftgröße 10 bis 12. Das ist auch das, was üblicherweise empfohlen wird. Wenn ihr was druckt, dann druckt, nehmt ihr Schriftgröße 10 oder 12. Größere Schriftarten für Fließtext zu verwenden, macht man eigentlich nur in der Schule, wenn man irgendwie Zeilen schinden will oder Seiten schinden will. Das habt ihr bestimmt alle mal gemacht. Das ist aber natürlich keine ergonomische Anforderung. Und ehrlich gesagt auch sonst keine sinnvolle, weil ich kenne keinen Lehrer, der zu blöd wäre, das zu merken, dass die Schrift groß ist. Gut, was heißt das jetzt am Bildschirm? Wie groß ist das? Wie gebe ich das an? Diese Punktgröße ist sowieso für einen Bildschirm eigentlich eine blöde Größe, weil es eine Größe ist, die für den Druck definiert wurde. Da sind bestimmte Angaben gemacht worden für den Druck und Bildschirme sind ja nun alle unterschiedlich groß, werden in unterschiedlichen Entfernungen gehalten, also kann man eigentlich mit dieser großen Punkt relativ wenig anfangen. Am Bildschirm haben wir aber natürlich Pixel und ein Pixel ist definiert. Nicht in seiner Größe, aber Pixel ist genau eine Koordinate. Geben wir doch Schriftgrößen in Pixel an und dann kommen wir in ein ganz komisches Feld, nämlich in das Feld der Auflösungen. Und ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber es gibt zwei verschiedene Begriffe, die man beide Auflösung nennt, die aber gar nicht das gleiche beschreiben. Der eine ist eher so, sagen wir mal, der historisch verbreitete, also wer so ein Windows XP zum Beispiel hatte und hatte da einen Monitor dran, einen Röhrenmonitor und hatte da eine Auflösung von 800 mal 600 Pixel und hat die Auflösung hochgestellt auf 1024 mal 768, dann wurde der Text, den man da hatte, nicht höher aufgelöst, sondern er wurde kleiner. Das heißt, die Auflösung des Textes war genau die gleiche. Man musste, wenn man den Text gleich groß machen wollte, die Schriftgröße wieder höher stellen. Dann hatte man eine andere Zahl da stehen, aber höher aufgelösten Text. Also diese Art von Auflösung beschreibt eigentlich die maximal anzeigbaren Pixel auf dem Bildschirm, aber nicht die Auflösung der Elemente auf dem Bildschirm.
Heute ist man dazu übergegangen, häufig die Auflösungen anzugeben. Das liegt auch an dieser Entwicklung dieser hochauflösenden Displays, die erst in den Handys und dann an den Laptop-Monitoren oder auch Desktop-Monitoren aufkamen. Also es wird häufig heute wie beim Druck angegeben, wie viele Pixel habe ich eigentlich pro Flächeneinheit. Üblicherweise wird da Zoll genommen, also Pixel pro Zoll, Pixel per Inch, um das auf Englisch zu sagen, oder Dots per Inch. DPI, PPI wird durcheinander verwendet, also bezeichnet an der Stelle dann das Gleiche. Das heißt, ich habe verschiedene Monitore, die verschieden stark auflösen, kann aber den Buchstaben gleich groß darstellen. Und dann gibt es jetzt ein völlig wirres Einheitengemisch. Ein Pixel ist nicht mehr ein Pixel. Muss ich euch enttäuschen. Die Schriftangröße 1px, wenn ihr sie im Web verwendet, also in CSS-Definition, 1px ist nur dann genau ein Pixel, wenn ich einen Bildschirm habe, der 96 dpi hat. Sonst wird umgerechnet. Also ich kann Punkt in Pixel umrechnen, 12 Punkt wird auf 16 px umgerechnet, aber npx ist nur dann ein Pixel bei 96 dpi. Wenn ich Android habe, gibt es die Einheit dp, Density Independent Pixel. Ein Density Independent Pixel ist genau ein Pixel, wenn ich einen 160 dpi Monitor habe. Also höhere Auflösung wird davon ausgegangen. Und dann gibt es noch SP, das ist Scale Dependent Pixel. Da kann ich also auch noch angeben, ich möchte das alles größer haben. Und dann wird dieser Vergrößerungsfaktor noch mit hineingerechnet. So, jetzt habe ich aber dieses wirre Zeug. Ein Inch sind 72 Punkt, sind 160 Density Independent Pixel, sind 96 Pix, sind 25,4 Millimeter. Naja, also man muss sich da ein bisschen durchfuchsen. Das Schöne ist, wenn man ein System hat, was das heute automatisch macht, diese Pixelumrechnungen und in Auflösungen macht, dann kann man eigentlich die Einheit verwenden, die man möchte. Und dann könnte man auch wieder Punkt nehmen. Also dann kann man sagen 12 Punkt oder 10 Punkt und man kriegt eine entsprechende große Schrift, die angepasst ist dafür, wie man das Gerät normalerweise verwendet. Das heißt, man würde an einem Handy eine kleinere Schrift kriegen als an einem Tablet und auf einer Projektionsfläche eine viel größere dargestellte Schrift bekommen. Da sind wir aber leider irgendwie noch nicht. Das funktioniert an einigen Betriebssystemen besser, an anderen schlechter. Man muss es ausprobieren. Setzt Leute davor. Oder messt die Schrift vielleicht einfach mal mit dem Lineal aus. Wie hoch sind denn die Buchstaben einfach? Eigentlich. Es empfiehlt sich übrigens nicht immer nur, sich selber als Referenz zu nehmen. Aber 12 Punkte, also wir müssten Buchstaben haben, die ungefähr 4,233 mm hoch sind. Könnt ihr dann ausmessen. Eine Warnung, die ich euch nicht vorenthalten will, das ist die Warnung des Älteren an die Jüngeren, wenn man das mal so zu sagen. Ihr habt das vielleicht schon gehört. So ständig auf Handys zu gucken, so nah, ist überhaupt nicht gut für die Augen. Wenn man das die ganze Zeit macht, dann gewöhnen sich die Augen irgendwie um. Vor allen Dingen, wenn man das als Heranwachsender tut. Gut, da seid ihr vielleicht jetzt auch drüber hinaus, aber vielleicht kennt ihr Heranwachsende, vielleicht kleine Geschwister. Sagt ihnen doch mal, sie sollen es mal lassen und sollen mal in die Landschaft gucken, in die Weite gucken. Ist viel gesünder für die Augen. Wollte ich nur an der Stelle noch erwähnt haben. Gut, zwei Sachen habe ich noch für Text. Schriftgrößen haben wir gesprochen, Schriftarten haben wir drüber gesprochen, die Ausrichtung haben wir drüber gesprochen. Auszeichnen kann man Schrift natürlich. Also ich möchte irgendetwas herausstellen in der Schrift. Was kann ich machen? Ich kann es fett machen, ich kann es schmaler machen, ich kann es kursiv machen, ich kann es sperren. Das heißt, den Abstand zwischen den Buchstaben vergrößern. Die billigste Variante ist immer eine Leertaste drücken, abwechseln. Ich kann eine andere Schriftart verwenden mitten im Text. Ich kann Kapitelchen nehmen oder Versalien, also Großbuchstaben. Die Schriftgröße ändern oder den Text unterstreichen. Fast alles davon sollte man ein bisschen lassen. Eigentlich in dem Fließtext nur Fett und Kursiv verwenden. Kursiv hat den Vorteil, dass es weniger aufdringlich ist. Wenn man einen niedrig aufgelösten Bildschirm hat, sollte man von Kursiv aber wiederum absehen, weil dann tritt dieser Treppeneffekt ganz stark auf. Aber wenn man die Buchstaben auch noch schräg stellt,
dann wird das in der Auflösung, dann kriegt man so Pixelbrei irgendwann nur noch raus. Also nur bei einigermaßen hochauflösenden Monitoren. Fett gibt es den Trick, wenn einem das so erscheint, dass die fetten Sachen zu dominant werden, kann man die Farbe etwas anpassen. Man nimmt da nicht mehr schwarz, sondern man nimmt so ein leichtes Grau, dann ist das nicht mehr so ganz so dominant. Alles andere bitte unterlassen, vor allen Dingen nicht auf den Gedanken kommen, mitten im Text die Schriftarten zu wechseln. Das ist eine ganz unschöne Angelegenheit, das zu machen. Wenn verschiedene Schriftarten, dann kann man vielleicht sagen, in der Überschrift eine andere Schriftart als im Text, aber ansonsten empfiehlt es sich eigentlich, bei einer Schriftart zu bleiben. Codebeispiele sind noch eine Ausnahme, ne? Dass ich so eine Monospace-Schrift nehmen muss. Bitte, bitte nie Text unterstreichen. Das hat, also außer links, wenn du darauf hinaus wolltest vielleicht, also links darf man unterstreichen, das ist nämlich das World Wide Web so eingeführt hat, das ist eine Konvention mittlerweile. Und wenn man irgendwo unterstrichenen Text sieht, dann nimmt man üblicherweise auch an, dass man da draufklicken kann. Selbst wenn das nicht der Fall ist, unterstreichen ist auch eine ganz blöde Form der Auszeichnung, ist auch ein Überbleibsel aus der Schreibmaschinenzeit. Wenn ich eine Schreibmaschine habe, habe nur einen Typensatz, was will ich machen? Fett schreiben kann ich nicht, kursiv schreiben kann ich nicht. Vielleicht hatte ich noch eine Schreibmaschine, mit der ich rot hätte schreiben können, also so ein Farbband, wo man so wechseln kann, dass man rot schreiben kann. Aber wenn ich sonst was herauszeichnen will, muss ich es unterstreichen. Das heißt, ich nehme das Blatt Papier heraus, nehme ein Lineal und unterstreiche schön. Da kommt das her. Hat am Bildschirm überhaupt nichts zu suchen. Also bitte nicht unterstreichen. Überschriften kann man angeben, kann man natürlich machen, das kennt ihr alle, indem man verschiedene Schriftgrößen nimmt. Es empfiehlt sich dabei, nicht nur die Schriftgrößen anzupassen, sondern auch mal die Schriftstärke anzupassen. Also mal zu gucken, entweder mache ich die Schrift noch ein bisschen fetter oder ich stelle fest, oh, die Überschriften sind mir zu heftig, dann mache ich sie dünner. Und gute Schriften haben nicht nur bold und normal, sondern auch noch mehr, haben auch noch schmal und sonst was, was man angeben kann. Das sind so die Hinweise zur Schriftgestaltung, die man geben kann. Und damit, um dann noch einmal auf diese Zusammenfassung zu kommen, sind wir durch. Das sind die Kriterien, die ich im letzten Mal schon intensiv vorgestellt habe, die Anforderungen an Bildschirmobjekte gestalten. Die werden wir jetzt nicht mehr so oft sehen. Jetzt sind wir nämlich damit durch. Dann werden wir nur noch sehen, wenn etwas damit in Konflikt steht. Und auch das kommt in der Zukunft vor. Aber auch die gelten natürlich auch für Schrift, also erkennbar muss es natürlich sein. Einfachheit ist auch eine große Tugend, dass man einfache Buchstaben verwendet, die nicht irgendwie großartig verschnörkelt sind, weil dann die Buchstaben an sich schon schwer zu erkennen oder zu wahrzunehmen, es dauert lange wahrzunehmen. Unterscheidbar müssen Buchstaben sein, aber nicht nur die Buchstaben, sondern auch die Worthüllen. Denkt dran, also auch das Wort als Ganzes muss unterscheidbar sein. Ablenkungsfrei muss es auch sein, das ist die Sache mit dem, dass ich nicht irgendwo mitten im Text eine andere Schriftart verwende, das lenkt nämlich ab. Könnt ihr mal ausprobieren, wie gut es ablenkt, wenn man nur einen einzelnen Buchstaben in einer anderen Schriftart setzt, das kann total irritieren, je nachdem wie anders die Schriftart ist. Wiedererkennbarkeit ist eine Sache, die haben wir in erster Linie bei Icons, die ist hier nicht so wichtig. Attentionalität ist dann die Aufmerksamkeitsleitung, das macht man üblicherweise auch nicht mit Text, sondern das macht man eher dadurch, dass man entweder den Text einfärbt oder dass man blinken lässt oder sowas. Das sind diese.